Abendessen ist gleich fertig. Ich habe keinen Hunger, sagte Marina. Komm, während ich das Essen mache, erzähle ich dir eine Geschichte. Es war einmal in einer fernen Galaxie, als 3 Mars-Eier ausgebrütet wurden. Hab noch ein bisschen Geduld, denn schon bald werden daraus 3 kleine Mars-Küken schlüpfen. Und eines dieser Wesen ist das hässliche Marsmännchen. Endlich war der ersehnte Tag gekommen und die 3 Eier brachen auf. Aus dem ersten schlüpfte ein wunderschöner Marsjunge. Er war zart wie ein Blümchen von eleganter, pastellgelber Farbe. Aus dem zweiten kroch ein ebenso schönes Marsmädchen. Es war klein und zartgelb wie sein Bruder. Aus dem letzten Ei aber kam ein Marsmenschlein zum Vorschein, das ganz anders aussah als die ersten beiden. Und noch dazu lernte es nur sehr langsam, egal wie sehr es sich auch anstrengte. Deswegen riefen ihn seine Geschwister nur noch »Du hässliches Marsmännchen« und spielten nicht mehr mit ihm. So wurde das arme hässliche Marsmännchen noch dazu einsam und traurig. Und jeden Tag fragte es sich, »Wo finde ich jemanden, der mich lieb hat?« In jener Zeit lebte auf seinem Planeten ein schreckliches Monster, das von allen Bewohnern sehr gefürchtet war. Es war nicht nur ungemein schlecht gelaunt, sondern sah auch noch scheußlich aus. »Ich werde zu diesem Monster gehen. Es ist ja selbst so grässlich, dass es ihm bestimmt nichts ausmacht, mit mir hässlichem Ding zu spielen.« Gesagt, getan. Das Marsmännchen ging los, um das Scheusal zu suchen. Aber oh weh, kaum hatte das Monster das Marsmännchen erblickt, erschrak es sich sehr und rief, »Hau bloß ab, du hässliches Marsmännchen! Du bist so scheußlich, dass ich dich gar nicht ansehen kann! Diese stinknormale Farbe! Und dann bist du auch noch so dick! Du kannst einem echt leid tun!« Wieder war das arme Marsmännchen allein. So verging die Zeit und es blieb einsam und traurig. Es fragte sich, wird jeder Tag kommen, an dem mich niemand mehr hässliches Marsmännchen nennt? Ich wünsche mir so sehr, dass mich jemand lieb hat. Manchmal sehnen wir uns krampfhaft nach etwas, aber es geschieht einfach nichts. Und manchmal ändern sich die Dinge ganz plötzlich. Genau das ist dem hässlichen Marsmännchen schließlich passiert. Eines Tages bemerkte es nämlich, dass sich an seinem Rücken eine wunderschöne, leuchtend weiße Wolke gebildet hatte. Ein dicker, magischer Umhang, mit dem man fliegen konnte. Wie das Marsmännchen sich freute, als es sich ringsherum ausbreitete. »Ich bin ein fliegendes Marsmännchen!« »Ein fliegendes Marsmännchen! Jetzt kann mich niemand mehr hässlich nennen!« Mit seinem magischen Umhang überraschte das Marsmännchen seine Geschwister. »Wollt ihr kurz mit mir zur Nachbargalaxie fliegen? Das wird bestimmt lustig«, sagte es. Und die Geschwister des fliegenden Marsmännchens staunten nicht schlecht, als sie es mit seinem Umhang sahen. Und so baten sie es um Entschuldigung dafür, es ausgelacht zu haben. »Wir werden uns nie wieder über dich lustig machen«, versprachen sie ihm. »Ich weiß,
sagte das Marsmännchen. Aber ich bitte euch, dass ihr auch nie wieder irgendjemanden auslacht, nur weil er anders ist als ihr oder die Dinge nicht so schnell begreift. In friedlicher Eintracht machten die drei Geschwister einen wundervollen Flug durch die Nachbargalaxie. Auch das Monster, das es leid war, immerzu übellaunig und einsam zu sein, begleitete sie. Schließlich war es doch viel schöner, mit dem fliegenden Marsmännchen und seinen Geschwistern zusammen zu spielen. Da landet das Abendessen für Marina schon auf ihrem Teller. Der Umhang des fliegenden Marsmännchens ist leider etwas eingerissen. Das macht nichts, sagte Marina. Ich bin jetzt doch so hungrig, dass ich flugs alles aufessen werde.